Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zu meinem ersten Vlog aus den USA. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich wieder hier bin und das auch direkt noch zur Opening Week. Es war eine sehr, sehr anstrengende Anreise mit einer vogelwilden Passkontrolle, die ich so noch nie erlebt habe. Ich war jetzt insgesamt schon über 10 Mal in den USA, aber der wollte wirklich ganz genau wissen, wer ich bin. Der wollte meine Airbnb-Reservierung sehen, der wollte meine Tickets sehen, der wollte wissen, wie viel Cash ich dabei habe, wie viel Geld ich auf der Bank habe, was ich in Deutschland mache und so weiter und so fort. Aber ihr seht das ja, ich habe es geschafft, ich bin reingekommen und jetzt heute geht es endlich los mit den Vlogs, die euch die nächsten Tage erwarten werden. Genau, das ein bisschen zum Fahrplan. Jetzt heute werde ich euch erstmal verraten, wo bin ich überhaupt und was für Spiele schauen wir uns an. Da habe ich euch ja jetzt sehr, sehr lange, jetzt weiß ich gerade nicht, wo ich hin soll. Vor allen Dingen, wenn ich dahinter gehe, dann wisst ihr sofort, wo ich bin. Ist ja auch egal. Ich werde euch jetzt eh gleich verraten, wo ich bin. Genau, ich habe euch lange auf die Folter gespannt, wo es hingeht. Ihr hattet die wildesten Spekulationen von Orlando über Miami. Dann natürlich Boston, liegt natürlich auch ein bisschen auf der Hand durch das Opening mit der Ringzeremonie. Was habe ich noch gelesen? Portland, Denver und so weiter und so fort. Aber jetzt verrate ich euch letztendlich, wo ich bin. Here we go! Finally ist die Katze endlich aus dem Sack. Ich bin in Los Angeles und werde damit die Los Angeles Lakers sehen, LeBron sehen, wahrscheinlich auch das Deep. Von Bronny James, Opening Night gegen die Timberwolves und dann auch noch das Spiel gegen die Phoenix Suns. Damit erfülle ich mir gleich mehrere Träume auf einmal. Also zum einen, ich wollte schon immer nach Los Angeles, ich wollte schon immer an die Venice Beach. Ich bin in Santa Monica mit meinem Airbnb, da werden wir auch gleich noch gemeinsam hingehen. Mache für euch eine kleine Roomtour. Ich wollte schon immer mal zur Halloween-Zeit in den USA sein. Und ja, ich glaube, es wird ein verdammt geiler Trip. Natürlich auch hier strahlender Sonnenschein bedeutet jetzt nicht zum Beispiel wie in Philly. Da war es natürlich oft bewölkt und regnerisch und dunkel. Und hier kriegst du natürlich einfach, ey, wenn ich alleine gerade eben die Sonne spüre, obwohl der Jetlag noch so unglaublich reinkickt. Ja, warum ich gerade eben auch nicht wusste, wo ich hingehe, weil ich nämlich direkt vor dem Skatepark stehe. Also genau, hier muss man quasi jetzt einmal hochgehen. Wisst ihr, was auch das Schöne in Los Angeles ist? Es interessiert hier einfach wirklich niemanden, was du filmst, was du machst. Ey, was ich hier gerade eben schon auf dem Weg her alles gesehen habe, also das ist wirklich so eine komplett eigene Welt. So, jetzt geht's hier hoch. Und dann stehen wir zumindest bei einem Spot, den jeder von euch kennen sollte. Schon alleine durch Tony Hawk. Ja, und da hinten seht ihr das Meer. Also nicht mal 100 Meter Luftlinie entfernt. Komm, hau ihn raus, den 900. Das wäre jetzt krass, wenn er das einfach so machen würde. Ja, ich will natürlich auch gleich gucken, ob ich ganz kurz... Ich habe einen Basketball mit dabei. Ob ich eventuell ganz kurz Basketball spielen kann. Irgendwo ein paar Körbe werfen. Ich bin hier auch nicht weit entfernt vom Muscle Beach. Und auch von den Venice Beach Basketball Courts. Ja, ich würde sagen, komm, da gehen wir jetzt einmal ganz kurz gemeinsam hin. Nein, Freunde, schlechte Neuigkeiten. Hier ist gerade eben alles
under construction, denn morgen findet ein Event statt, nur für Girls, wo die quasi gegeneinander Pickup-Games bestreiten. Und deswegen ist hier gerade eben alles abgegittert und wird erst wieder am Sonntag aufgemacht. Es macht überhaupt nichts. Wir werden hier morgen herkommen. Es geht um 10 Uhr in der Früh los. Und ich denke, da hinten ist der Muscle Beach. Dann gehe ich in der Früh. Warte mal, ich kann ja sogar für euch ganz kurz da. Das ist ja wirklich bloß 10 Meter entfernt. Genau, wir könnten morgen ganz kurz Muscle Beach ein bisschen pumpen. Mal gucken, was noch geht. Ich war jetzt 2,5 Wochen krank und war auch 2,5 Wochen nicht trainieren. Und dann schauen wir uns morgen einfach Pickup-Basketball an. Ganz ehrlich, wenn da ein paar Girls dabei sind, die richtig krass ballen können. Also ich meine, ich bin hier, um letztendlich selber Basketball zu spielen und Basketball zu erleben. Egal, ob jetzt Pickup-Games oder NBA. Genau, dann würde ich sagen, ist das der Fahrplan? Jetzt ist nur, jetzt brauche ich irgendwie einen anderen Court, wo ich auch mal einfach ein, zwei Würfe nehmen kann, damit ich, das ist sogar hier, WNBA, it's her shot, sponsored dicks. Also, was zur Hölle, ich bin gespannt, was hier morgen abgeht. Seconds, got it from Kleba, again late in the clock, in desperation, he puts it up, and that is Luka Magic right there! Oh, rebound box, back out to Allen, his three-pointer, bang! Auf dem Nachhauseweg bin ich Gott sei Dank noch an einem Basketballcourt vorbeigekommen. Bedeutet, ich musste jetzt nicht irgendwie einen elendig langen Umweg machen. Ich wollte ja bloß ein paar Körbe werfen. Ich war jetzt auch schon zu Hause. Ich habe mich schon geduscht, weil ich war dann so verschwitzt, so schmutzig. Ich habe mir auch schon einen richtig geilen Sonnenbrand abgeholt. Jetzt würde ich sagen, wir gehen rein in mein Airbnb. Wir machen eine kleine Roomtour und dann sind wir für heute durch. Ich habe jetzt auch gleich die Balkontür offen gelassen, damit wir da direkt reingehen können. Ja, das ist die Aussicht. Kann man machen, würde ich sagen. Am Horizont kann man das Meer ganz leicht erkennen. Aber ja, du musst hier wirklich bloß die Straße 5 Minuten runtergehen und dann bist du direkt am Strand. Also mir war wirklich super wichtig, dass ich wollte nicht in Downtown sein, sondern ich wollte in Santa Monica sein. Einmal wegen der Sicherheit und einmal wegen der Nähe auch einfach zum Strand und zum Venice Beach. Genau, und dann hier geht das rein in meine Unit. Das ist die Balkontür, da ist normalerweise die richtige Tür. Super klein, ich habe am Anfang auch gedacht, boah, das ist schon winzig. Aber wenn man mal die ersten Stunden hier drinnen war, dann merkt man, wie super geil smart das Ganze eingerichtet ist. Also klar, hast ein Bett, wichtig, weil ansonsten kann man nicht pennen. Dann waren mir ein paar Sachen wichtig. Ich wollte einen Kühlschrank haben. Ich war auch gestern schon einkaufen. Ich kann euch gerne mal zeigen. Ihr könnt ja mal raten, was dieser Einkauf hier gekostet hat. Also ich habe Milch gekauft, ein bisschen Joghurt, Salat, Philadelphia, Paprika, Zucchini, Chicken, Eier. Genau. Vielleicht kann ich auch ein Video darüber machen, über wie teuer ist eigentlich Los Angeles. Ich bin da gar nicht mehr so geschockt, weil ich ja jetzt auch schon so oft in den USA war. Genau, und dann wollte ich eine Kochplatte haben, weil ich will einfach nicht für jedes Essen rausgehen. Finde ich einfach super nervig, deswegen habe ich mir auch ein Airbnb genommen. Das ist auch eine Unit, die bloß mir gehört, bedeutet, ich habe hier nicht irgendjemanden mit dabei. Ja, dann seht ihr, hier habe ich meine Fitness-Sachen mitgenommen, Focus, dann Backup Bro. Hier habe ich mein Flavor von Evo, mein Kreatin von Evo. Da habe ich ein Ölspray von ESN habe ich mitgenommen. Ich habe sogar Nüsse mitgenommen und Whey. Und lacht nicht, weil ich Nüsse mitnehme. Wisst ihr, was so ein Nussmix kostet? $10, $11, $10, $11, irgendwie sowas in dem Dreh. Also ja, hab alles hier, Öl, Gewürze, ich hab eine Pfanne, ich hab mir dann noch ein bisschen Brot gekauft. Genau, dann da hinten ist so eine kleine Ankleide, da habe ich meine ganzen T-Shirts aufgehängt und meine kurzen Hosen, lange Hose brauchst du hier auf jeden Fall nicht in Los Angeles. Ich habe mir jetzt schon am ersten Tag einen schönen Sonnenbrand geholt, aber ich habe Gott sei Dank eine Aftersun mit dabei. Arbeitsplatz.
brauche ich natürlich, um die Videos für euch zu schneiden. Und ich finde einfach nichts nerviger, als irgendwie im Bett Videos schneiden zu müssen. Ich hocke mich dann lieber gerne hin, mache mir einen Kaffee, mache ein bisschen geile Musik an und cutte dann die Videos für euch. Genau da unten, ne, ist der Ball, mit dem ich gerade gespielt habe. Da sind die neuen Curry 12er. Die habe ich von Under Armour bekommen. Da nochmal vielen, vielen Dank. Allerdings, das Colorway wird erst released im November. Heißt Curry 12 Dub Nation. Big Bang Theory. Ja, vorhin gezockt sind eigentlich Indoor-Schuhe, aber ich habe es jetzt einfach Outdoor ausprobiert. Mal gucken, ob ich auch noch Indoor irgendwo zocken gehen kann. Genau, dann hier hat man so eine kleine Essecke. Da hat man einen Stuhl. Habe ich noch... Hier, Waschtrockner, mega, mega geil, einfach, du musst nicht so viele Klamotten mitnehmen, ich habe trotzdem ziemlich viele Klamotten dabei, aber wenn du einfach Sport machst, du kannst deine Sachen oder vor allen Dingen auch Handtücher einmal kurz reinwerfen, das Ganze waschen und trocknen. Genau, da ist noch eine Mikrowelle, werde ich aber wahrscheinlich nicht benutzen, weil ich bin nicht so der Mikrowellen-Fan. Und dann ist hier noch das Bad, genau, Dusche. Dauert ein bisschen, bis es warm wird, weil ähnlich wie in San Francisco muss das Wasser, das warme Wasser erstmal hier hochgepumpt werden. Genau, und dann da ein Spiegel. Ja, Toilette, mein Gott, ist es halt ein Bad. Also was soll ich euch da? Gibt es irgendwas Besonderes? Nee, kann man meinen Sonnenbrand erkennen? Ja, geht. Ey, ich war eh weiß wie, wirklich, wie die Wand war ich. Dadurch, dass ich jetzt die letzten zweieinhalb Wochen nicht... Nur krank war und nur zu Hause war. Ja, und damit sind wir auch durch mit dem ersten Tag. Ich bin erstmal glücklich, dass ich hier heil und sicher angekommen bin. Ich bin glücklich, dass ich vor allem wieder für euch Vlogs machen kann, weil ich glaube, das ist einfach auch nochmal eine ganz andere Art von Videos, abseits dieser ganzen NBA-Talks, dieser ganzen Analysen. Ich glaube, das ist einfach was man sich gerne anschaut, weil ich schaue es auch wirklich super gerne bei anderen an. Und genau, die nächsten Tage wird es auf jeden Fall, ich habe so viele Ideen, ich werde eh nicht alles umsetzen können, von, dass man sich mal anschaut, wie teuer LA ist, mal ein Full Day of Eating. Dann morgen wollte ich ja zu diesem Streetball-Event, auch da freue ich mich mega drauf, dann will ich zu Muscle Beach, dann will ich mir natürlich LA Downtown anschauen, dann natürlich die ganzen Spiele, ich will einmal die Crypto.com Arena mir angucken, auch mit den ganzen Statuen. Halloween, ich will hier einmal ins Kino gehen, hier laufen ja schon ein paar Filme, die bei uns in Deutschland noch gar nicht laufen, auch die Erfahrung will ich einmal mitnehmen, genau, und dann will ich natürlich auch mit ein paar Jungs mal ballen gehen. Jetzt heute war leider natürlich der große Court beim Venice Beach war geschlossener. Bei dem anderen, der war so under construction und auch irgendwie so ein bisschen seitlich, deswegen glaube ich, haben die Leute da nicht so krass den Fokus drauf gehabt und man muss sagen, es war einfach super windig, es war mega scheiße zum Zocken heute. Da muss man vielleicht auch gucken, dass ich vielleicht noch irgendwie weiter drinnen was finde, was irgendwie windgeschützt ist, weil wenn das hier jeden Tag so ist, ey, dann musst du jeden Wurf kalkulieren. Ja, okay, kommt der Wind jetzt gerade eben mit 10 Stundenkilometer von der linken Seite, okay, da muss ich ein bisschen, ja, es ist einfach, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst mir gerne ein Abo da. Nochmal, Opening Night, Lakers gegen Timberwolves. LeBron James, das Debüt von Bronny James wahrscheinlich. Mittlerweile kann man sagen, das Debüt von Dalton Connect, der in der Preseason gegen die Phoenix Suns mega gezockt hat. Und das ist natürlich auch das andere Spiel, auf das ich mich mega freue. LeBron gegen Kevin Durant. Und vor allen Dingen, ich habe die Phoenix Suns auch noch überhaupt nicht gesehen als Team. Devin Booker, Bradley Beal, da freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Genau, Clippers Opening. Ja, dadurch, dass Kawhi Leonard nicht mit dabei ist und die Tickets auch $400-500 kosten, wenn du gut sitzen willst, habe ich gesagt, okay, das skipp ich. Das ist dann einfach finanziell auch nicht mehr drinnen gewesen. Das war's von mir. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr euch freut auf Los Angeles oder habt ihr was anderes gehofft, zum Beispiel Texas, irgendwie Dallas. Und ich freue mich auf jeden Fall mega. Und ja, morgen gibt's wahrscheinlich gleich den nächsten Vlog. Das war's von mir. Danke fürs Reingucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.